Herzlich willkommen zum Video zum Thema Strategie, Performance und Market Update. Ein herzliches Willkommen auch an Patrick und Thomas. Schön, dass ihr heute mit dabei seid. Hallo. Sehr gerne stellen wir uns alle noch schnell heute vor. Und ich mache sonst gleich den Start. Ich bin Michelle. Wenn ich nicht hier das Video mache mit Thomas und Patrick zusammen, mit unseren Experten, dann arbeite ich als Social Media Managerin und als Event Managerin bei Selma. Thomas, darf ich dir das Wort übergeben? Ja, hallo Michelle, hallo ihr alle. Schön, dass ihr hier seid bei uns. Mein Name ist Thomas Birke. Der eine oder andere hat mich vielleicht schon im Chat bei Selma gesehen oder auch vielleicht in einem Telefonat mit E-Mail und so weiter kontaktiert. Ich bin im Customer Success Manager tätig, habe mehr als 25 Jahre Erfahrung im Finanzbereich, bin jetzt seit 3,5 Jahren bei Selma. Ja, meine Leidenschaft ist langfristiges Geld anlegen und alles, was an Fragen ums Investieren herum betrifft. Perfekt, sehr schön, bist du da. Und dann noch du, Patrick. Genau, ich bin der Patrick, vielleicht die ein oder andere haben mich auch schon gesehen. Ich bin Gründer und CEO von Selma. Ursprünglich komme ich aus der Finanzbranche. Nicht ganz so viel Erfahrung wie der Thomas, etwa 15 Jahre in dem Bereich tätig. Bin ausgebildeter Finanzanalyst, unter anderem neben dem, dass ich CEO bin von Selma und auch involviert war ins Erstellen natürlich von der Investmentstrategie von uns und freue mich, euch da ein bisschen mehr Hintergrund und Einblick zu geben heute. Perfekt, würde ich sagen. Gehen wir weiter zur Agenda. Wir haben heute das Video aufgeteilt in 4 Teile. Und zwar werden wir Performance entschlüsseln. Wir werden im nächsten Schritt Selmas Investmentstrategie ein bisschen genauer anschauen, einen Finanzmarktrückblick machen und dann am Schluss kommen wir noch so ein bisschen zu etwas Praktischem, und zwar zur Performance von Selma. Wichtig auch noch zu erwähnen, das heutige Video handelt einfach vom Investmentkonto und nicht von unserem 3A-Konto. Das einfach im Hinterkopf behalten, wenn ihr jetzt hier das Video schaut und wenn ihr dann auch eure Vergleiche dort machen. Sehr gut. Ich würde sagen, wir gehen direkt zu Teil 1. Starten wir mit der Performance, die wir entschlüsseln. Und dafür gebe ich das Wort an dich, Patrick. Ja, sehr gern. Ich werde jetzt das erste Mal ein bisschen einen Einblick geben. Wir haben ja auch einen Artikel über das veröffentlicht, jüngst. So ein bisschen Sachen, die man muss anschauen muss. Performance ist ja immer ein grosses Wort, wo man muss im Hinterkopf behalten, wenn man über Performance nachdenkt. Und das erste, der erste Punkt, den ich da gerne machen möchte, da geht es um das Thema Risiko. Das Thema Risiko ist etwas sehr Wichtiges, wenn man Performance anschaut. Man kann sich mal vorstellen, das ist eben das Beispiel, das ich sehr gerne mache. Wenn man heute Geld investiert und nachher verdoppelt sich das morgen und übermorgen halbiert sich es wieder, dann hat man wieder gleich viel wie vorher. Und dann könnte man ja eigentlich sagen, ja gut, das ist gleich wie auf einem Bankkonto, dort habe ich in 2 Tagen auch noch gleich viel. Aber der Weg und so ein bisschen auch die emotionale Achterbahn, die dort anführt, ist ganz eine andere gewesen. Und ich habe euch da heute ein Beispiel mitgebracht vom S&P 500. Das sind die 500 grössten Unternehmungen in den USA, verglichen mit dem Kurs von Bitcoin. Und man sieht jetzt hier, auch der S&P 500 hat in dieser Zeit sehr stark geschwankt, aber im Vergleich zum Bitcoin natürlich sehr wenig. Oder? Wenn man schaut, da beim Bitcoin hat man zwischenzeitlich mal ein Drittel verloren, das heisst, von 100'000 Franken, die man investiert hat, wären 33'000 mal weg gewesen, zwischenzeitlich. Und der Weg und eben die Emotionen unterwegs sind ganz anders gewesen. Also das heisst, es ist ein Investment mit einem wesentlich grösseren Risiko. Wenn man jetzt ans Ende von dem Chart schaut, sieht man die zwei Anlageklassen, der S&P 500 und der Bitcoin, haben am Schluss genau die gleiche Rendite gehabt über die Zeit. Und man könnte jetzt eigentlich sagen, ja, die sind ja gleich gut gelaufen. Stimmt aber eigentlich nicht, oder? Weil man sollte für ein höheres Risiko auch entsprechend entschädigt werden. Das bedeutet, dass man eigentlich, wenn man höheres Risiko nimmt, auch sollte am Schluss eine höhere Rendite haben. Also im Vergleich von diesen zwei Anlageklassen, der Bitcoin jetzt eben eigentlich schlechter Investment war, weil das mit wesentlich höheren Schwankungen gekommen ist. Und so hat jedes Investment sein eigenes Risikoniveau. Und das ist etwas, wo man muss im Kopf behalten muss, wenn man Sachen eben miteinander vergleicht. Dann möchte ich weiter eingehen über ein ganz wichtiges Thema. Und zwar geht es da um den Zeitraum. Also das bedeutet, wenn man Investments miteinander vergleicht, erster Punkt, man sollte
den gleichen Zeitraum wählen. Also das heisst, man kann nicht etwas, das man nur seit einem halben Jahr hat, vergleichen mit etwas, das man vielleicht schon seit 5 Jahren haltet. Und das Zweite ist, man sollte immer über möglichst lange Zeit vergleichen. Also idealerweise über 10 Jahre, noch besser über 20 Jahre sollte man Investments miteinander vergleichen. Und ich habe hier ein Beispiel mitgenommen von Zoom. Zoom, Videoplattform, also genau so wie wir heute digital miteinander reden, ist das aufgekommen in der Pandemie. Man sieht, man hat hier eine sehr gute Performance gehabt am Anfang, nachher hat man das ganze Geld wieder verloren. Und wenn man eben da nur ein Stückchen rausnimmt, also das heisst nur ein kleiner Teil aus dieser Entwicklung raus, kann das je nachdem, welchen Zeitraum das man wählt, sehr gut aussehen oder sehr schlecht. Und keiner von den einzelnen Zeiträumen erzählt eben die ganze Geschichte. Und darum, wenn man Sachen vergleicht, wie gesagt, sehr lang vergleichen, so lang wie man kann, weil man dann auch verschiedene Konjunkturzyklen drin hat. Man hat eine Krise im Vergleich, man hat eine Boomphase im Vergleich und kann dann effektiv etwas sagen über die Qualität von dem Investment. Dann der dritte Punkt, den ich mitgenommen habe, das sind Kosten. Kosten, sehr wichtig, wenn es um Anlagen geht. Gerade über eine lange Zeit kann das einen Haufen ausmachen vom Anlageerfolg. Und da gibt es gerade auch in der Finanzindustrie eben vielleicht auch so ein bisschen die Missart, dass man Kosten sehr gerne vergisst. Oder dass man die irgendwo separat ausweist. Also wenn ihr Performance anschaut, immer anschauen, sind die Kosten dort alle inbegriffen oder sind es eben nicht inbegriffen. Wir bei Selma weisen die Performance immer inklusive von allen Kosten aus. Das bedeutet, also was habt ihr effektiv gewonnen oder verloren nach Einbezug von allen Kosten. Und da gibt es auch teilweise Sachen, die halt dann eben individuell noch dazukommen bei anderen Anbietern. Das können Handelsgebühren sein, es können Wechselkurse sein, es können Kontengebühren sein. Vielleicht müsst ihr noch etwas zusätzlich zahlen für Steuerverzeichnis. Und all diese Sachen muss man im Hinterkopf behalten. Wenn man eben dann am Schluss Performance vergleicht, hat man effektiv alle Kosten auch einbezogen. Es gibt noch weitere Punkte, wie zum Beispiel die Wechselkurs, wo man sollte anschauen, dass man nämlich Sachen im gleichen Wechselkurs vergleicht. Da haben wir eben, wie gesagt, den ganzen Artikel dazu geschrieben. Den findet ihr auch auf unserem Blog, wenn euch das interessiert. Dann könnt ihr dort mehr lesen zum Thema Performance, Performance-Vergleich. Was sind so die Sachen, die man sollte im Kopf behalten sollte. Und das ist aber wie schon gewesen, auch jetzt von meinem ersten Theorie-Input. Und ich glaube, jetzt könnten wir wechseln zum praktischen Teil. Genau, und zwar würde ich sagen, gehen wir zum Teil 2 über. Geht es um Selma oder um Selmas Investmentstrategie. Patrick, du hast das ja vorhin schon angesprochen. Du bist dann natürlich mit dabei gewesen, wo die entwickelt ist worden. Genau. Darum gerne an dich nochmal der zweite Teil. Danke vielmals. Genau, jetzt gehen wir über, wie gesagt, von dem theoretischen Teil zu, wie machen wir denn das praktisch? Und das Erste, was da wichtig ist, ist mal zu anschauen, ja, was sind denn so die Grundsätze, die uns leiten, wenn wir bei Selma über Investment denken? Was ist unsere Investmentphilosophie? Und der erste Punkt, da geht es um das Thema langfristiges Investieren. Also das bedeutet, dass man, wenn man Geld anlegt, dann sollte man nicht an die Ausgaben denken vom Mond, sondern wie kann man eben langfristig Kapital aufbauen über 5 Jahre, über 10 Jahre, über 20 Jahre. Also nicht denken in Minuten oder in Tagen oder in Wochen, sondern idealerweise in Jahrzehnten oder in Dekaden. Weil das auch, wenn man in die Historie eben schaut, das ist, wo der Anlageerfolg eben ausmacht. Das heisst, langfristig einen guten Plan, Konsistenz in dem Plan und dem zu folgen über Jahre oder Jahrzehnte, dass eben die Erträge auch kumulieren über die Zeit und dass man auch die Risiken, die man kurzfristig eben hat, dass man die Risiken kann ausschalten durch den Faktor von der Zeit. Nachher Nummer 2, globale Diversifikation. Globale Diversifikation, das heisst, Chancen auch nutzen. Und sich nicht zu beschränken durch das, wo man vielleicht auch wohnt, oder? Also mehr jetzt auf unsere schöne Schweiz, sondern auch im globalen Markt, da gibt es sehr viele Investoren, sehr viele Smart-Investoren, die Chancen, die wir weltweit eben auch haben, die zu nutzen und auch die Chancen zu nutzen, um Risiken können streuen über die ganze Welt, um eben weniger abhängig zu sein von einem individuellen Markt.
nachher. Jetzt haben wir mehr so ein bisschen über die Märkte geredet, oder? Ist es aber auch ganz wichtig, also das, was jetzt eben nicht außerhalb passiert, sondern das, was innerhalb passiert, also das, was bei mir selber oder bei euch selber passiert, nämlich eure individuelle finanzielle Situation. Meine finanzielle Situation ist nicht gleich wie die von der Michelle, ist nicht gleich wie die vom Thomas. Man sieht das vielleicht, wir sind alle ein bisschen unterschiedlich alt. Man hat vielleicht unterschiedliche Fragen, man hat ein unterschiedliches Vermögen, man hat unterschiedliche Träume und Ziele. Und aus dem heraus ergibt sich, dass wir auch eine andere Anlagestrategie brauchen, aufgrund von dem, wie viel Risiken, dass wir eingehen können oder wie viel, dass wir auch eingehen wollen. Jemand von uns schläft vielleicht schlechter für euch, wenn er Geld verloren hat. Jemand von uns schläft ein bisschen besser. Und das passt selber für jeden von unseren Kunden individuell an. Das heisst, auch jeder von unseren Kunden über die Zeit hat nicht genau das gleiche Portfolio. Es sind nicht einfach 5 verschiedene Töpfe, wo man sich dann muss irgendwo für einen entscheiden, sondern das wird für jeden von unseren Kunden eben individuell angepasst auf seine persönliche Situation über die Zeit. Nachher, was ist Selma nicht? Wir sind nicht Spekulanten. Wir wollen auch nicht Versprechungen machen, die wir nicht einhalten können, oder? Wo wir sagen, wir machen dich schnell reich. Von denen gibt's genug. Da kann man YouTube auftun, die findet man gut. Die machen auch einen Haufen Werbung. Warum bieten wir das an? Weil das aus unserer Sicht auch einfach nicht funktioniert. Oder? Also ich glaube, das ist ein schöner Traum, dass man schnell reich werden kann. Viele Leute haben den Traum, aber der Traum ist halt zu einem grossen Teil eine Illusion, dass man Geld mit Anlegen verdienen kann, wenn man viel Zeit hat und einen richtigen Plan hat. Das ist keine Illusion, sondern das ist wissenschaftlich fundiert. Wir fokussieren uns nicht auf einzelne Unternehmungen, machen keine Wetten, auch nicht auf einzelne Märkte oder einzelne Branchen, sondern, wie gesagt, investieren sehr global und sehr breit abgestützt. Jetzt, wenn wir die Anlagephilosophie aber gezeigt haben, möchte ich darauf eingehen, ja, was machen wir denn jetzt konkret? Also, wie funktioniert das? Und dort hat eigentlich, bevor dann dein persönliches Portfolio resultiert, hat das 2 Schritte. Und zwar starten wir mit einem globalen Marktportfolio. Ein globales Marktportfolio, das bedeutet, wir schauen, wie investiert eben ein Investor auf der ganzen Welt. Also der Durchschnitt von allen Investoren global, im gesamten globalen Finanzmarkt. Und das ist wie die Ausgangslage von dem, wo wir starten. Das ist auch sehr ein Effizienzportfolio, weil es eben auch auf der ganzen Welt investiert ist. Was man da dazu auch kann sagen, es gibt sehr wenig Nobelpreisgewinner in den Finanzen. Also wirklich das sehr beschränkt. Einer davon, wahrscheinlich vielleicht auch der bekannteste, das ist der Harry Markowitz, hat er geheissen. Er hat den Nobelpreis gewonnen für das, um eben Kraft von der globalen Diversifikation können zeigen und können zeigen, wie man so eben kann, das Risiko-Rendite-Verhältnis von einem Portfolio optimieren, ohne dass man muss auf der Renditenseite etwas abgeben muss. Also auch ein bisschen zurück zu meinem ersten Slide, oder, wo man über Anlagen im Verhältnis von Risiko denkt, wie man eben durch Kombination von verschiedenen Anlagen kann dazu anschaffen, dass man ein Verhältnis bekommt von Risikorenditen, das sehr effizient ist. Genau. Nachher, zweiter Schritt auf das Ufer. Und da sind wir eigentlich dann, bei einem zweiten Nobelpreisgewinner in den Finanzen. Wie gesagt, es gibt nicht viel, eine sehr starke wissenschaftliche Basis eigentlich angeboten hat, zum sagen, in dieser Theorie gibt's eine Mean Reversion. Jetzt Mean Reversion, was heisst das? Das heisst, dass Sachen, die ihrer Bewertung zu teuer sind, irgendeinmal wieder auf den Durchschnitt zurückkommen. Also wenn etwas zu teuer ist, dass es nachher wieder den Preis irgendeinmal bekommt, wo es eigentlich in der Historie verdient hat. Wenn etwas zu günstig ist, nachher wird es irgendeinmal auch wieder auf den Durchschnitt zurückkommen, wird es wieder teurer werden. Also wenn etwas außerhalb von dem Preis gehandelt ist, was eigentlich wert ist, dann gibt's die Mean Reversion.
Und die Mean Reversion, eins von den einzigen Konzepten in den Finanzmärkten, wo wirklich auch, wo man wissenschaftliche Basis hat, dass das funktioniert. Und darum wenden wir das zusätzlich zu diesen Marktkapitalisierungen bei Selma an. Wir messen nämlich, ob die Märkte aktuell zu teuer sind oder ob sie zu günstig sind. Und nützen das, um nachher im Markt, wo wir erkennen, dass sie zu günstig sind, mehr zu investieren, nämlich die überzugewichten Märkte, die zu teuer sind, weniger zu investieren in die unterzugewichten. Was ist die Herausforderung an dem? Man weiss zwar, dass die Mean Reversion funktioniert und dass Märkte wieder zurückgehen auf den Mittelwert, aber man weiss nicht, in welchem Zeithorizont. Das kann man sehr schwierig bis fast gar nicht voraussagen. Also, man weiss nicht, ob die Mean Reversion passiert in einem Monat, in 3 Monaten, in einem Jahr, in 5 Jahren oder ob es wirklich lange Zeit braucht. Und dass sich die Bewertungen eben ausgleichen, da gehen wir auch wieder auf den Zeitraum zurück. Umso länger, dass man die Zeit hat für das, umso einfacher ist es, um nachher davon auszugehen, dass die Mean Reversion eben funktioniert. Nachher zusätzlich, wir sehen da etwas über Edelmetallanteil. Das heisst, gut, jetzt kauft Selma auch noch Edelmetall. Warum machen wir das? Und zwar hat man in der Historie von den Finanzmärkten immer wieder gesehen, dass es auch Krisen gegeben hat, oder? Also, dass es auch grosse Krisen gegeben hat, wo viel Geld verloren gegangen ist. Und man merkt in so einer Krise etwas, was eigentlich immer passiert ist, dass die Finanzmärkte auf das reagieren. Dass man nämlich Geld verliert an den Finanzmärkten mit Aktien, mit Anleihen, mit verschiedenen Anlageinstrumenten. Etwas, was in diesen Krisen eigentlich immer funktioniert hat und immer, da kommen wir sehr lang zurück, irgendwie 4000 Jahre ist das, das heisst, wo unsere globale Welt noch ganz anders ausgesehen hat, ist Edelmetall immer ein sicherer Wert gewesen. Und Edelmetall hat die Funktion, um eben in der Krise einen stabilen Anker zu sein. Edelmetall hat andere Funktionen, ist sonst nicht besonders attraktiv. Also es gibt keinen Zins, es gibt keinen Ertrag auf Edelmetall, aber hat eben die Krisenresistenz. Und darum ist das bei uns auch immer, zwar ein kleiner, aber ein Teil von deinem Portfolio. Schlussendlich, was man kann sagen, setzt sich jedes Portfolio, wie gesagt, individuell für jeden Kunden zusammen, aber aus 3 verschiedenen Elementen. Das eine Element, das ist Wachstum. Also das sind Anlagen, die über die Zeit Wachstum generieren sollten. Insbesondere natürlich sehr interessant, wenn du jung bist, wenn du in deinem Leben noch viel wirst verdienen, wenn du kannst Geld über sehr lange Zeit drum anlegen. Nachher gibt es den Teil Stabilität. Stabilität ist das, wo dein Portfolio eben, wie gesagt, Stabilität gibt, wo macht, dass es weniger schwankt, hat auch eine kleinere Rendite. Wir erinnern uns an das Verhältnis zwischen Rendite und Risiko. Bringt aber am Portfolio Stabilität. Nummer 3, Krisenschutz. Ein kleiner Anteil von deinem Portfolio in Edelmetall, um eben für den schlimmsten Fall auch vorsorgen können. Ist übrigens auch das, wie die reichsten Familien oder die grossen Family Offices weltweit ihre Vermögen eben aufbauen, um für den schlimmsten Fall einen kleinen Teil in einem Asset oder in einer Anlageklasse eben zu haben, wo krisenresistent ist. Bei uns, die Edelmetalle, ist vielleicht auch interessant, die werden physisch gehalten, also da liegen effektiv, auch wenn das die ETF oder die Anlageinstrumente sind, da liegt irgendwo das physische Gold und das physische Silber, und zwar liegt das in der Schweiz bei der UBS und bei der ZKB in einem Tresor, irgendwo im Grossraum Zürich. Also das ist dort effektiv vorhanden, um dich eben absichern. Genau. Entschuldigung, sehr gut. Ich habe noch eine Frage, und zwar, bisher nachher mehr als nachhaltige Portfolio haben, setzt sich das gleich zusammen, oder wie sieht es zum Beispiel da mit Edelmetall aus? Das setzt sich ähnlich zusammen, genau. Wir haben auch Edelmetall in dem Portfolio drin. Es gibt beim Nachhaltigen die Möglichkeit, dass man die auch ausschliessen kann. Dass man kann sagen, man will das nicht haben. Aber grundsätzlich ist unser Ansatz, dass wir auch im Nachhaltigen versuchen, die gleiche Risikorenditekomponente, also die Anpassung an dich,
können zu machen mit den gleichen Anlageinstrumenten. Und da hat sich auch an den Finanzmärkten jetzt einiges da, Gott sei Dank, dass man nämlich in vielen Anlageklassen auch nachhaltig eben mit investieren kann. Und es ist eben schon wichtig, dass auch wenn man nachhaltig investiert, dass man nicht nachher plötzlich durch das ein massives Risiko nimmt, oder? Also dass man viel höhere Verlustwahrscheinlichkeit hat oder dass man muss Renditen einbüssen. Und darum ist der Anlageansatz, also das heisst auch, das, was wir jetzt gesagt haben mit der globalen Marktkapitalisierung, mit der Anpassung auf Über- und Unterbewertungen und nachher mit der Anpassung auf mich selber und meine individuelle Situation, das ist im Nachhaltigen Bereich genau das Gleiche. Perfekt, super, besten Dank. Ich würde sagen, dann kommen wir schon zu Teil 3. Und zwar machen wir jetzt den Finanzmarktrückblick und den machen wir im besten mit dir, Thomas. Du bist ja da auch als Customer Success Manager unterwegs und hast da sicher ein paar Tipps und Gedanken, die du mit uns kannst teilen. Genau, vielen Dank. Ja, als erstes danke, Patrick, für die breiten Erklärungen. Das war ja sehr wichtig, dass du uns da einen Überblick gibst, wie Selma die Anlagen zusammenstellt, was auch zu berücksichtigen ist, wenn man sich Performance anschaut und so weiter. Ich glaube, das sind alles sehr, sehr, sehr wichtige Punkte, auf die wir auch versuchen, immer wieder, wenn uns Kunden kontaktieren, sei es im Chat oder in E-Mail, immer wieder darauf hinzuweisen. Also ihr werdet, vielleicht sind der eine oder andere, die sich jetzt auch schon einmal mit uns in Kontakt gesetzt haben, es sind bestimmt Informationen, die ihr dann bei uns auch im Chat erhalten werdet. Und vielleicht darf ich jetzt schon einmal sagen, wann immer ihr weitere Fragen habt, dann bitte kontaktiert uns im Chat oder in einer E-Mail, genau dafür ist Selma da. Patrick hat auch ganz was Wichtiges gesagt, nämlich das langfristige Geldanlegen. Also immer, wenn es uns Geldanlegen gibt, wir befallen anderen Dingen im Leben auch. Aber man soll eben nicht in Wochen denken, man soll nicht in Monaten denken, im besten Fall in Jahren und wenn es ganz gut geht, dann in Jahrzehnten. Selma sagt, wir sollten im Grunde, solltest du nur Geld anlegen, von dem du einmal annehmen kannst, dass es auch für die nächsten 3 bis 10 Jahre investiert bleiben kann. Im Idealfall, wie gesagt, länger als 10 Jahre. Das ist einmal ganz wichtig. Jetzt ist es aber natürlich auch so, dass kurzfristig Dinge auch passieren können. Und ich glaube, deswegen wollten wir jetzt diesen Teil hier auch einschieben, einfach um mal klarzustellen, was ist aber in den letzten zwei Jahren auch Signifikantes passiert, was auch kurzfristig Einfluss hat, wie sich Anlagen entwickeln können. Immer wenn Geld investiert ist, ist das natürlich zwangsläufig auch einem bestimmten Marktrisiko ausgesetzt. Das ist klar. Dafür sollte man ja dann im Laufe der Zeit auch einen Ertrag bekommen. Aber Risiko und Ertrag gehen normalerweise Hand in Hand. Was ist passiert? Wir werden uns alle erinnern, Krise, Krieg in der Ukraine, Überfall von Russland auf die Ukraine, das war damals im Februar 2022. Das war ganz ein einschneidender Punkt. Das ist natürlich humanitär und so weiter eine absolute Katastrophe, hat aber natürlich auch auf wirtschaftliche Folgen. Wir haben gesehen, es hat eine Energiekrise ausgelöst, Erdgaspreise sind stark gestiegen, teilweise hat man gar nicht geglaubt und gar nicht gewusst, ob man überhaupt in den Winter heizen kann und so weiter. Also vor einem Jahr hat das alles sehr, sehr, sehr unsicher ausgeschaut, was das betrifft. Auch das hat natürlich Einfluss auf Investoren, Einfluss auf Sentiment, wie man das nennt, also wie die Einschätzung von Investoren ist, die Gefühlslage ist und so weiter. Was das auch hervorruft, ist natürlich immer eine wirtschaftliche Unsicherheit. Und Unsicherheit ist eigentlich etwas, was die Märkte überhaupt nicht mögen. Mit dem können sie nicht umgehen. Also wenn etwas nicht ganz klar ist, dann sind Märkte unsicher, dann sind Investoren verunsichert und meistens drückt sich das dann auch auf die Stimmung und auch auf die Preise von Anlagen. Was wir auch gesehen haben, und das ist ganz entscheidend, ist eine hohe Inflation. Dadurch, dass Energiepreise gestiegen sind, dass auch viele andere Rohstoffpreise und so weiter gestiegen sind, haben wir auch wieder Inflation gesehen. Inflation heißt, dass Preise steigen, dass Dinge teurer werden. Wir sehen das vielleicht im alltäglichen Bereich. Der Kaffee ist teurer geworden, alles ist im Grunde teurer geworden. Aber eben auch global hat sich Inflation wieder gezeigt. Das Gespenst der Inflation ist wieder zurückgekommen, von dem man jahrelang geglaubt hat, dass man sich davon verabschiedet hat. Aber das ist jetzt tatsächlich wieder Bestandteil unseres Lebens und das müssen wir uns gewöhnen. An das müssen sich auch die Zentralbanken wieder anpassen. Und das ist jetzt, glaube ich, ganz der entscheidende Unterschied in dem, was vor 2 Jahren im Vergleich zu jetzt der Fall war. Die Zentralbanken sind gezwungen,
Inflation zu bekämpfen. Inflation ist langfristig nicht gut für die Gesellschaft, die hohen Preise. Deswegen sind Zentralbanken gezwungen, sich zu verabschieden von dieser Negativzinspolitik, die wir gesehen haben, um einfach um Inflation auch zu bekämpfen. Und dadurch sind Zinssätze deutlich gestiegen. Gebracht auf der linken Seite. Kannst du uns da irgendwie so schnell noch ein bisschen einordnen? Also wo das wir da ungefähr sind, weil ich sehe da nur grün und rot und genau, das wäre vielleicht noch hilfreich. Genau. Danke, das ist ein wichtiger Hinweis auf Michelle. Ja, was ihr hier seht auf der linken Seite in diesem Chart, ist sozusagen die Gefühlswelle, die man immer wieder durchgeht, wenn Krisen an den Märkten auftauchen. Wie ursprünglich gesagt, ich bin seit 25 Jahren im Finanzbereich tätig und habe da die eine oder andere Krise auch schon miterlebt. Ich kann mich noch erinnern an die Dotcom-Krise im Jahr 2000, als die Internetwerte in den USA abgestürzt sind. Ich kann mich erinnern an die Finanzkrise 2007, ausgelöst von Subprime in den USA. Ich kann mich erinnern an die Euro-Krise, auch natürlich sehr stark in Europa. Dann hatten wir natürlich auch Corona, gesundheitliche Krise noch einmal, ist natürlich wieder noch einmal ein anderes Ballgame. Und jetzt hatten wir Finanzkrise auch, Credit Suisse und so weiter in der Schweiz ist natürlich uns allen bekannt. Und vor allem auch, wie gesagt, dieser Krieg in der Ukraine mit den steigenden Zinssätzen. Das sind immer wieder Krisen, die immer wieder auftreten können, im Punkto, wie Anleger darauf reagieren, sieht man da auch, dass sich bestimmte Züge da immer wieder wiederholen. Also erstens, meistens gibt es dann wieder mal eine Euphorie, das ist der grüne Bereich, da geht alles nach oben, jeder ist happy und glaubt, das wird sich für immer so fortsetzen. Irgendwann dreht sich es dann auch aber und glaubt trotzdem, ja, das wird schon wieder besser werden, bis die Märkte weiter und weiter runtergehen. Man kriegt immer wieder noch ein mulmigeres Gefühl. Irgendwann macht sich auch Panik breit und man denkt, naja, jetzt verkaufe ich alles, jetzt gehe ich aus der Sache raus und vielleicht hilft das auch einmal kurzfristig, weil man sieht, dass die Märkte noch weiter runtergehen. Aber, und das ist ganz entscheidend, die drehen sich dann auch wieder. Die Vergangenheit zeigt uns, aus allen Krisen können Märkte sich auch wieder erholen. Und wenn man langfristig die Charts und so weiter beobachtet, dann war das auch wirklich immer wieder der Fall. Und das ist das, was sich hier in diesem roten Bereich abspielt. Irgendwann dreht sich es wieder, es geht auch nach oben. Falls man nicht investiert wäre, dann hat man natürlich auch die Schwierigkeit, wann soll man dann wieder zukaufen. Und meistens verliert man dann diesen perfekten, den es sowieso nicht gibt, aber diesen Zeitpunkt, um wieder einzusteigen. Und das heißt dann auch, dass man dann, wenn wieder die Erholungsphase eintritt, meistens falsch investiert oder gar nicht investiert ist. Deswegen, ich glaube, wir sind derzeit noch in diesem roten Bereich. Es ist schwierig zu sagen, ob wir noch in der Abfallkurve sind oder ob wir vielleicht schon den Boden sehen, ob schon Licht am Ende des Tunnels ist und man wieder nach oben geht. Aber solche Zyklen, wie wir jetzt sehen, das kann sich immer wieder wiederholen, hat sich in der Vergangenheit auch immer wieder wiederholt. Wenn man langfristig Geld investiert, kann es durchaus sein, dass man die eine oder andere Krise auch miterleben muss. Ist emotional vielleicht nicht immer einfach, aber, und das hilft vielleicht dabei, sich daran zu erinnern, dass in der Vergangenheit sich Märkte auch immer wieder erholt haben und dass gerade in einer Krise es total wichtig ist, dass man sich an seinen Plan hält, weiter festhält und dann auch von der Erholung wieder zu profitieren. Genau. Perfekt, super, merci für immer. Danke. Hier sehen wir jetzt noch einmal, was tatsächlich auf der Zinsebene passiert ist. Ich glaube, das ist ganz wichtig, das hier noch einmal hervorzuheben. Es hat wirklich einen Zinsschock gegeben, ausgegangen von der Inflation, die wir gesehen haben in den letzten 2 Jahren und von der Änderung in der Zentralbankpolitik, eben Weg von Negativzinsen, Weg von Nullzinsen hin zu mehr Zinsen. Was wir hier sehen im Chart ist Abbildung von einem Leitzins, den man hat weltweit. Das ist für den US-Dollar, also US Treasury, für 5 Jahre Anleihen. Und hier sieht man, dass ja im Jahr 2007 war der Zins nochmal höher, dann kam die Finanzkrise, Zinsen sind stark nach unten gegangen, um sich dann wieder leicht zu erholen. Und 2020 ungefähr, wie dann die Covid-Krise eingesetzt hat, haben die Zentralbanken ganz massiv mit Zinskürzungen reagiert, Geld billig gemacht, Wirtschaft gestützt. Wir haben eine lange Negativphase gesehen
um dann zu Beginn 2022 auch wieder sehr stark und sehr rapide Zinsen anzuheben. Im Grunde haben sich Zinsen innerhalb von eineinhalb Jahren fast verzehnfacht. Das ist ein Anstieg, den man ja in der Vergangenheit eigentlich fast nie in einer so schnellen Art und Weise und in so einer ausgeprägten Art und Weise gesehen hat. Was heißt das? Höhere Zinssätze, wenn sich so schnell was ändert, ja, da müssen Märkte brauchen einfach eine Zeit, um das zu verdauen, um das in Bewertungen wieder reinzupreisen, um auch bestimmte Anlageformen dann wieder dementsprechend zu preisen. Das braucht einfach eine Anpassungsphase und durch diese Phase gehen wir zurzeit. Das hat eben Auswirkungen auf den Marktpreis von verschiedenen Anlagen, insbesondere auf Anleihen, damit vielleicht im nächsten Charter noch einmal mehr. Aber höhere Zinssätze, wenn man für die Zukunft schaut, und das sollte man ja auch immer, wenn man in die Zukunft schaut, heißt natürlich höhere Zinssätze auch das, dass man für bestimmte Anlageformen auch wieder höhere Zinserträge erwarten kann. Nicht mehr Nullzinspolitik, nicht mehr Negativzinspolitik, sondern man kann, wenn man Geld investiert, auch wieder einen Zins dafür erhalten. Und das ist natürlich, wenn man Geld hat, wenn man in der glücklichen Lage ist, dass man Geld anlegen kann, dann ist das natürlich eine gute Sache. Deswegen, Anleihen können ein wichtiger Bestandteil weiterhin sein in einem breit diversifizierten und in einem langfristigen Portfolio, wie zum Beispiel bei Selma. Genau. Hier jetzt noch einmal dieser Zusammenhang zwischen Anleihen. Ich werde euch die Frage stellen, was sind überhaupt Anleihen? Anleihen sind im Grunde Gelder, die man als Investor einem Unternehmen oder einem Staat für eine bestimmte Zeit leiht. Und dafür bekommt man dann einen Zins und am Ende dieser Zeit, in der man das verliehen hat, also der sogenannten Laufzeit, am Ende dieser Laufzeit kann man davon ausgehen, dass die dann auch wieder zu 100% zurückgezahlt werden. Und hier sieht man, dadurch, dass diese Laufzeit natürlich eine bestimmte Zeit dauert, während dieser Laufzeit können diese Anleihen dann darauf reagieren, wie sich in der Zwischenzeit Zinsen verändern. Und das hat einen inversen, wie man sagt, Effekt. Also höhere Zinsen heißen, dass die Preise, die Marktpreise von bestehenden Anleihen runtergehen und umgekehrt. Wenn Zinsen gefallen sind, dann sind sie raufgegangen. Jetzt, wo Zinsen steigen, sind Anleihenpreise gesunken. Das sieht man hier vielleicht ganz gut. Auf der linken Seite, das ist der Zinssatz der Schweizer Nationalbank. Wie gesagt, sehr lange Negativzins, minus 0,75%. Werden sich viele bestimmt noch erinnern, vielleicht auch ungern daran erinnern. Mittlerweile sind die Zinsen gestiegen auf knapp 2%. Ja, das heißt natürlich auch, dass Anleihen darauf reagiert haben. Damals in der Nullzinspolitik sind Anleihenpreise gestiegen, eben weil Zinsen gesunken sind. Jetzt, wo Zinsen steigen, hast du eine Auswirkung darauf, dass Anleihenpreise sinken. Ist das etwas, was wohl immer Sorgen machen muss? Natürlich ist es nicht schön, wenn Preise fallen, aber gerade bei Anleihen bekommt man ja weiterhin einen Zins und dann, wenn die Anleihen zurückgezahlt werden, sollte das natürlich auch dann heißen, dass sich dieser Trend wieder ausgleicht und nach vorne schaut. Da höhere Zinsen heißen natürlich, dass für bestimmte Anlageformen, eben zum Beispiel Anleihen, dass da auch dann wieder höhere Zinsen zu erwarten sind. Perfekt. Noch schnell eine Frage. Wenn ich jetzt also sehe, dass die Zinsen so am Steigen sind, wäre es in dem Fall einfach sinnvoll, ganz viel Anleihen zu kaufen? Oder wie siehst du das, Thomas? Oh, das ist eine sehr gute Frage, Michelle. Ja, das ist auch etwas, was wir bei uns im Chat oft hören. Ganz wichtig dabei ist, sich zu erinnern, was dein Investorprofil ist. Ja, für bestimmte Investoren, wenn die ein bestimmtes Investorprofil haben, macht es absolut Sinn, auch einen Teil der Anlagen in Anleihen investiert zu haben. Für manche macht es Sinn, vielleicht sogar mehr in Anleihen investiert zu haben. Es gibt aber auch solche, gerade wenn man jung ist, wenn man noch sehr lange, jahrzehntelang Zeit hat, Geld anzulegen, wenn man auch eine gesunde finanzielle Situation hat, eine gesunde Einstellung zu Risiko hat, dann macht es auch Sinn, dass man nicht unbedingt Anleihen drin hat, sondern noch mehr vermehrt auf Wachstum setzt, also sprich Aktien, ETFs, wie wir das nennen, internationale Unternehmen, Schweizer Unternehmen. Also das hängt vom Investorprofil ab. Anleihen können ein wichtiger Bestandteil sein, können auch wieder Zinserträge geben, aber abhängig vom Investorprofil prüft Selma für euch dann automatisch, ob Anleihen im langfristigen Anlageportfolio dabei sein sollten oder nicht. Also diese Frage nimmt euch selber ab. Und wenn ja, dann werdet ihr natürlich dann bei euren Anlagen bei selber auch Anleihen dabei haben.
Perfekt, super. Dann haben wir das auch noch geklärt, dass wir uns da nicht alle in die Anleihen reinstürzen. Nur. Und jetzt würde ich sagen, jetzt haben wir also einen guten Mix immer zwischen Theorie und Praxis. Und jetzt gehen wir nochmal zurück zu etwas Praktischem, und zwar zur Performance von Selma. Und Patrick, da übergebe ich das Wort nochmal an dich. Ja, sehr gern. Wie gesagt, oder jetzt nach der, gut, so theoretisch ist es gar nicht gewesen. Ich glaube, das ist auch schon sehr praktisch gewesen, was jetzt da an der Mär passiert ist. Aber jetzt möchte ich noch kurz darauf eingehen, was jetzt das effektiv heisst für das Portfolio. Bei Selma, ist jetzt das gut gelaufen, ist das schlecht gelaufen? Wie ist unsere Einschätzung da dazu eben dann auch? Ich möchte vorab noch sagen, natürlich, ich sehe jetzt auch hier in dem Webinar, es hat Leute dabei, die schon jahrelang Kunden sind bei uns, solche, die erst frisch angefangen haben, solche, die einmalig investiert haben, solche, die jeden Monat investieren. Leute, wie gesagt, auch mit unterschiedlichen finanzielle Situationen, also wo unterschiedliche Portfolios haben, und ich werde nicht können darauf eingehen, jetzt auf jedes einzelne, aber ich kann zeigen, was eben so ein bisschen repräsentativ ist für ein Selma-Portfolio und wie das sich das entwickelt hat. Gang da auf die erste Folie, und was wir da zeigen in dem Chart, das ist der Vergleich von einem globalen Portfolio, also das wäre das, was ein Selma-Portfolio wäre, wie gesagt, mit dem Vergleich von einem Schweizer Portfolio. Also wie hat sich so ein globales Portfolio im Verhältnis zu der Schweiz entwickelt? Warum die Schweiz? Weil das auch ein Anlagemarkt ist, wo wir oft damit verglichen werden, aus zwei verschiedenen Gründen. Einerseits ist es unser Heimmarkt, andererseits ist es aber auch so, dass unsere Mitbewerber oder Konkurrenten, kann man auch sagen, oder andere digitale Lösungen, eben sehr stark in die Schweiz investieren, teilweise zu sehr hohen Prozentzahlen, und das darum, wenn man das jetzt eben vielleicht vergleicht, dass man dann auch die Abweichung kann sehen von dem, was die Schweiz gemacht hat, und dem, was die globalen Anlagemärkte gemacht haben. Was man da auf den ersten Blick sieht, ist, die Märkte sind nicht einfach gewesen in den letzten zwei Jahren, oder? Das sind jetzt zwei Jahre zurück. Also das bedeutet, wenn man jetzt gestartet hat im Oktober, November 2021, dann hat man Geld verloren, und man hat das Portfolio gesehen, wo jetzt eigentlich durchgehend immer im Minus war. Das ist relativ mühsam. Oder? Also, wo man denkt, ja gut, also kann man mit dem überhaupt Geld verdienen? Man sieht da die Kurve, die geht runter. Man sieht auch, in der Schweiz hat es zwischenzeitlich eine Erholung gegeben, oder? Also, das ist der Gelbalken, der da eigentlich dann in dem Jahr, Ende letztes Jahr, in dem Jahr besser gelaufen ist. Also, die Schere ist aufgegangen. Die Schweizer Aktienmärkte sind besser gelaufen als die internationalen. Und das ist ja dann auch immer das. Also, ich schaue jetzt dich an, Thomas, der bei uns im Customer Support auch sitzt und Anfragen beantwortet, wo dann vielleicht Fragen kommen, ja, warum läuft jetzt mit Selma Portfolio eben nicht so gut, wenn man es dann eben mit der Schweiz vergleicht. Mittlerweile ist die Schere wieder zugegangen, und man sieht jetzt auch über die letzten zwei Jahre, dass die internationalen Aktienmärkte sehr ähnlich rendiert haben wie die Schweizer Aktienmärkte. Wenn ich das jetzt so anschaue, Patrick, bevor es mir zum nächsten Slide vielleicht, jetzt für mich so als Schweizerin fühlt sich das irgendwie gleich relativ nöch an und vielleicht auch ein bisschen sicherer, so ein Schweizer Portfolio. Ja. Wieso gleich ein globales oder eben ein internationales Portfolio? Ja, also sehr gute Frage, oder? Ich glaube, das ist vielleicht auch so die Reaktion am Anfang, dass man denkt, ja, also ich kenne ja da die Firmen, ich weiß, ich schaue da zum Fenster raus und sehe, oder ich schaue an meine Hand und sehe Swatch und ich sehe UBS und ich sehe Swisscom auf dem Telefon, und das sind ja die Firmen, und warum soll ich nicht einfach in die investieren? Ich will zuerst, bevor wir auf das kommen, noch vielleicht den Horizont ein bisschen auftun, dass man den Blick darauf legt, wie ja vorher auch gesagt in meiner Einleitung, dass man es vergleich langfristig machen. Also, dass wir die zwei Jahre, die wir jetzt vorher angeschaut haben, mal noch ein bisschen langfristiger anschauen, nehmen wir jetzt auf 10 Jahre zurück. Weil zwei Jahre oder jetzt auch eineinhalb Jahre, das haben wir gesehen, oder? Das ist da die Schere, die zwischenzeitlich aufgeht und wieder zugeht, vielleicht auch nicht ein volles Bild von etwas. Und wenn man jetzt den Vergleich anschaut über 10 Jahre, dann sieht man, dass schlussendlich eigentlich das gleiche Bild.
die Rendite, die man erwirtschaftet hat über 10 Jahre mit einem Schweizer Portfolio und mit einem internationalen Portfolio, ist schlussendlich genau etwa die gleiche gewesen. Mal war die Schweiz vorne gewesen, also man sieht das da, oder also immer wenn gelb, das kann man sich so ein kleines Rennen vorstellen, oder immer wenn gelb vor blau ist, nachher ist die Schweiz besser gelaufen, man sieht da 17, 18 internationale Märkte besser gelaufen und das wechselt sich da relativ zügig, wechselt sich das ab, aber auch über 10 Jahre schlussendlich das Resultat genau die gleiche Rendite. Und jetzt hat das deine Frage aber noch nicht beantwortet, oder? Weil die Frage ist ja immer noch, ich verdiene das Gleiche mit dem, ist es nicht einfach sicherer und besser, in der Schweiz zu investieren. Was man da muss wissen, ich schaue jetzt auch gerade dich an, Michelle und dich, Thomas, als Arbeitnehmer von Selma, da habt ihr ja auch Vorsorgegelder, ihr habt eine Pensionskasse. Und man muss wissen, dass die Pensionsgelder, viele auch in Anbieter bei der Säule 3a beispielsweise, zu einem sehr grossen Mass in der Schweiz investiert werden. Und da reden wir von teilweise 60, 70, 80, 90% von diesen Aktien, die in der Schweiz investiert sind. Also, dass man vielfach eben, ohne dass man das merkt, übrigens auch in der AV, oder? Dass man, ohne dass man das merkt, schon sehr stark in der Schweiz investiert ist. Und durch das eben auch das Schweizer Risiko schon sehr stark gewichtet hat. Wenn wir zurückgehen zu den globalen Aktienmärkten oder zu den globalen Märkten und sagt, was ist denn die Schweiz global? Nachher ist die Schweiz irgendwo 2-3% von den globalen Märkten. Also sehr, sehr ein kleiner Teil. Und man verpasst, einerseits verpasst man durch das Chancen, oder? Weil es gibt außerhalb von der Schweiz auch andere Märkte, wo sehr viel stärker wachsen, wo auch mehr Chancen bringen können, aber insbesondere eben auch das Risiko. Also das heisst, wenn man mit einem grossen Teil von seinem Vermögen in der Vorsorge und auch sonst eben in einem Land investiert ist, dann hat man dort ein grösseres Risiko, wenn irgendwo in der Schweiz mal etwas nicht so gut läuft, wo man eben kann, jetzt aus dem Finanziellen her, auch wegdiversifizieren. Oder das ist die Theorie, die den Nobelpreis gewonnen hat, dass man das Risiko rausnehmen kann, indem man eben globaler geht, indem man mit einem Selma-Portfolio, wo ja auch zusammenarbeitet mit den Vorsorgeanlagen, oder? Dass man sagt, ich habe da einen globaleren Ansatz, wo eben auch in andere Märkte investiert und bitte das nachher im Gesamtvermögen breiter aufgestellt und weniger davon abhängig, wie es jetzt in der Schweiz läuft. Also ich glaube, es ist eine Rendite-Sicht kann sein, oder? Also, dass man da auch etwas mitnehmen kann, gewissermaßen. Aber insbesondere ist es von mir aus gesehen eine Risikosicht, dass es eben nicht Sinn macht, alles Geld in einem Markt zu haben, auch wenn der so sympathisch und so gut ist wie der Schweizer Markt. Super, danke dir. Gut, nachher vielleicht noch auf das eingehen, was du auch angesprochen hast, Thomas, oder? Wir haben jetzt in den ersten Slides gezeigt, wie hat denn jetzt so ein Selma-Aktienportfolio funktioniert. Ich möchte jetzt noch dazu zeigen, wie hat so ein Portfolio funktioniert, wenn es eben auch die Anleihen oder Bonds, heisst es da, das Gleiche, drin hat. Also wir haben noch ein Portfolio angeschaut, wo jetzt mit 30% in Anleihen investiert ist und 70% in den Aktienmärkten. Und man sieht schon also genau den Effekt, den du besprochen hast, oder? Also dass die Zinsen gestiegen sind, dass die Anleihen verloren haben, und dass man da den Aufholeffekt, also dass man bis jetzt noch nicht voll hat können profitieren von diesen höheren Zinsen, dass man aber natürlich erwartet, durch die Kursverluste, die man jetzt auch hat bei den Anleihen und durch die höheren Zinsen, dass man jetzt sozusagen die Ernte in der Zukunft kann einfahren kann. Schlussendlich, wie auch du das schon sehr gut erklärt hast, Thomas, das Verhältnis, das man sollte haben, zwischen Aktien und Anleihen sehr stark getrieben durch das, wie meine persönliche Situation ist, wie ich das aufstellen, wie lange bin ich noch von der Pensionierung weg und so weiter. Und das eben auch etwas, wo Selma dir hilft. Jetzt, wo wir die Zinserhöhungen gehabt haben, aus meiner Sicht, Anleihen auch wieder sehr gut für Diversifikation, oder? Wenn Zinsen wieder runtergehen, dann werden die gewinnen und man kommt mehr Zinsen jetzt auch wieder über auf diesen Anleihen. Also die Aussichten auch jetzt auf diesen Markt wesentlich positiver als noch vor 2 Jahre gewesen sind.
jetzt vielleicht noch so ein bisschen, noch ein bisschen tiefer reintaucht, oder? Das Slide, ich weiss, ich sage mal, es sieht ein bisschen aus wie ein Fruchtsalat, oder? Sehr viele Zahlen in unterschiedlichsten Farben. Was ist das Slide? Wir sehen da die verschiedenen Anlagen, die Selma hat in einem Standardportfolio. Auf der linken Seite die verschiedenen Märkte von Emerging Markets bis zu Gold, Silber, Schweizer Anlagen. Und man sieht, wie sich die in den verschiedensten Monaten entwickelt haben. Und ich nehme jetzt da mal das zweite unterste, das ist das Beispiel, das ist der SPI, der Swiss Performance Index, das ist der Schweizer Aktienmarkt. Und wir sehen jetzt von den Aktienmärkten, wenn man September anschaut, ist die Schweiz der schlechteste Markt gewesen, zum Investieren von den Aktienmärkten. Silber ist noch ein bisschen schlechter gelaufen, das ist die unterste Linie, aber von den Aktienmärkten, die Schweiz, der schlechteste Markt. Erinnert euch auch, dass die Share wieder zugegangen ist zu den internationalen Märkten. Und wenn man jetzt aber in April schaut, dann sieht man die Schweiz den besten Markt. Jetzt, was nicht möglich ist, wir haben nicht bei uns im Büro haben wir keine Glaskugel, wo wir reinschauen können und sagen, was läuft jetzt nächsten Monat gut. Und die Glaskugel hat niemand. Wenn man das versucht zu verkaufen, sonst würden wir jetzt am Abend nicht da hocken und ein Webinar machen, sondern irgendwo auf einer Insel Cocktails schlürfen. Was man aber kann sagen, ist, dass die Summe aus all diesen verschiedenen Anlageklassen, und da spielt eben genau die Diversifikation, oder der Durchschnitt, aus vielmal positiv und negativ, wenn es eben mehr grüne Felder gibt über die Zeit als rote, dass das eine positive Rendite gibt über die Zeit. Und was uns die Historie an den Finanzmärkten zeigt, ist, dass es in der Summe von all diesen Anlageklassen mehr grüne Felder gibt als rote über einen langen Zeitraum. Und das ist auch, warum man kann mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit sagen, dass wenn man über 10, 20 Jahre investiert ist, dass man eben die langfristige Renditeerwartung, und das ist jetzt da bei so einem Portfolio irgendwo zwischen 4,5 und 6% pro Jahr, dass man die kann erreichen über eine lange Zeit. Und was man muss wissen, dass da die grünen und roten Felder, die gibt es nicht nur innerhalb von der Anlageklasse, sondern die gibt es auch innerhalb von den Jahren. Also wir wissen sehr klar, dass wir beispielsweise im Jahr 2021 sehr ein gutes Anlagejahr, irgendwie 15-20% Verlust, 2022 15-20% Minus, oder? Also das heisst auch, eben wenn man dort eingestiegen ist, ist es nicht so gut gelaufen, aber in der Summe über lange Zeit weiss man eben, es gibt mehr von diesen grünen Feldern in dem Fruchtsalat. Also es gibt mehr Kiwi als Wassermelone, um jetzt das illustrativ zu sagen. Und das ist für den Anleger sehr gut, weil sich dann eben über die lange Sicht die positive Rendite durchsetzt und nachher das Ganze mehr nach Kiwi als nach Wassermelone schmeckt. Und das bedeutet auch einen anderen Teil, wie man dann natürlich das kann nutzen kann, ist dem, dass man eben sehr systematisch vorgeht. Ich gehe nochmal da ein bisschen zurück, oder? Also auch wenn wir jetzt da den Chart anschauen über die letzten 10 Jahre, sieht man die Tendenz. Also das ist ja nichts anderes, der Chart, als die Summe von all diesen grünen, roten, weißen Feldern über die Zeit, wo man da anschaut, oder die ganzen Märkte, die sich zusammensetzen. Man sieht, die Tendenz ist positiv, und wie man das natürlich auch nutzen kann, und das ist ja das, was die Mehrheit von unseren Kunden ja auch machen, ist, dass sie jeden Monat investieren, über die Marktzyklen hinweg, immer einen Teil von ihrem Einkommen, und so eben auch nicht unbedingt abhängig sind, ist jetzt gerade ein guter Zeitpunkt oder ist jetzt ein schlechter Zeitpunkt, sondern profitieren von dem positiven Trend über die Zeit. Ich hoffe, das hat euch ein kleinen Einblick gegeben, auch in Maschinenraum, oder wie wir denken über unsere Strategie, über unsere Performance. Und ich würde jetzt nochmal zurückgeben, so ein bisschen für ein paar generelle Tipps, wo ihr da könnt mitnehmen für uns. Perfekt. Ja, vorhin gedacht, es sieht auch ein bisschen wie ein griechischer Salat aus, aber Fruchtsalat wäre natürlich auch sehr gut. Thomas, du darfst schnell, was du willst. Fruchtsalat, griechischer Salat, aber wir lassen dir jetzt zu bei den Tomaten. Mehr Oliven als Tomaten wäre es. Genau. Ich mag eigentlich beide Salate sehr gern. Zwiebeln mag ich nicht, wenn das drin ist, ist das nicht so nett. Aber alle, sowohl der Fruchtsalat als auch der griechische Salat mag ich sehr gern. Aber ich glaube, was der Patrick da vor allem zeigen konnte, ist das,
in einem solchen Fruchtsalat, ja, da gibt es ganz, ganz, ganz viele verschiedene Früchte. Und die Summe, in Summe schmeckt es dann aber ganz gut. Ne? Und wenn man sich darauf konzentriert, dass man eben nicht versucht, nur die Erdbeeren herauszupicken und oder die Pfirsich oder sei es von mir aus die Kiwis, sondern einfach sieht, dass sich das ja jederzeit auch ändern kann, von einem Monat auf den anderen, von einem Tag auf den anderen, dass das so schnell gehen kann. Aber das Portfolio an sich in der Gesamtheit einem dann doch auch über die Zeit, und da reden wir eben über lange Zeit, da muss man eben Geduld haben, auch beim Geldanlegen, über die Zeit einen Ertrag bieten kann. Also das ist, glaube ich, ganz, ganz eine wichtige Perspektive, die wir hier auch versuchen zu geben, die sich in der Vergangenheit bis jetzt immer bewährt hat und die immer sehr wichtig ist, dass man das sich vor Augen hält und auch in Erinnerung hält, gerade jetzt, wo es auch natürlich an den Märkten vielleicht nicht immer ganz so lustig ist. Deswegen, immer wenn man Geld anlegt, langfristig denken, man soll sich einen Plan zurechtlegen. Was meinen wir mit Plan? Plan heißt nicht nur das, in was man investiert, sondern vor allem auch, wie man über die Zeit seine Anlagen aufbaut. Wir sagen ja immer auch bei Selma, man soll nicht alles Geld auf einmal investieren, man soll schrittweise investieren, man soll, wenn man die Möglichkeit hat, auch regelmäßig investieren. Und was ist der Sinn dahinter? Der Sinn dahinter ist der, dass man nicht an einem einzigen Tag dann setzt, na, ist jetzt ein guter Zeitpunkt oder morgen ist ein guter Zeitpunkt oder vielleicht war er erst in 3 Monaten ein guter Zeitpunkt, Geld zu investieren, sondern das weiß man im Grunde nicht. Deswegen ist es wichtig, dass man sich an einen Plan hält, einfach nicht darauf hofft, den besten Zeitpunkt zu finden, sondern einfach über die Zeit Anlagen aufbaut mit regelmäßigen Einzahlungen und auch dann sich an einen solchen Plan hält, selbst wenn einmal die Sache nicht so gut ausschaut. Wir bekommen auch hin und wieder Fragen im Customer Success, Customer Support, na ja, warum sollte ich eigentlich einzahlen in etwas, was bis jetzt nicht gut gelaufen ist? Naja, das ist einfach deswegen so, weil die Märkte ja auch nicht gut gelaufen sind. Und da habe ich auch immer ein Beispiel, das ich dann erwähne. Wenn man im Finanzbereich ist, Finanzen, ja, da reagiert man oft auch mit Emotionen und wie hier auch da gesagt, Emotionen sind oft ein schlechter Berater. Stellt euch vor, ihr seid in der Zürcher Bahnhofstraße, geht die Zürcher Bahnhofstraße entlang und auf einmal kommt ein Geschäft und da steht drin -20%. Heute alles -20%. Ja, wie reagiert man darauf? Da geht man wahrscheinlich rein und denkt sich, naja, das schaue ich mir jetzt mal an und da möchte ich was kaufen. Wenn es heute mal billiger ist, dann kaufe ich es nicht. Und was passiert, wenn man bei der Börse vorbeigeht und da steht heute -20%? Ja, ich meine, das ist Weltuntergangsstimmung. Nicht? Ich meine, dann bricht man in Panik raus und denkt, was ist da los? Was muss ich machen? Soll ich jetzt alles verkaufen? Also man reagiert oft falsch. Und gerade, aber auch in solch einer Phase ist es eben wichtig, dass man einen kühlen Kopf behält, sich daran erinnert, was man langfristig erreichen will und vor allem dann auch den Plan, den man hat, dass man sich an den auch weiterhin festhält. Deswegen sagen wir, bitte weiterhin regelmäßig einzahlen. Oder wenn ihr wollt, dann könnt ihr natürlich regelmäßig einzahlen. Bei Selma ist man natürlich da vollkommen frei und flexibel, ob man das machen will oder nicht. Aber der Sinn dahinter ist eben der, nicht, dass Selma mehr Geld bekommt, sondern der Sinn ist der, dass man dann eben Anlagen über die Zeit besser auf- und ausbauen kann und vor allem diese kurzfristigen Auf- und Abs auch besser ausgleichen kann. Um das geht es vor allem. Deswegen denkt langfristig, nicht in Monaten, nicht in Tagen, in Jahren, sondern in Jahrzehnten soll man denken, wenn man es an Geld anlegen, wenn es ums Geld anlegen geht. Die Zeit ist wirklich auf eurer Seite und der Zinseszins, also dieser Schneeballeffekt, das Geld für einen zu arbeiten beginnt, der fällt natürlich umso besser aus, umso stärker aus, je länger Geld investiert bleiben kann. Und Thomas, du hast ja da auch aus deiner Dings noch in der Vorbereitung uns noch eine Anekdote erzählt. Genau. Ja, wie gesagt, in 25 Jahren, da passen viele Anekdoten rein, was es gegeben hat. Ich kann mich erinnern, wie ich gestartet habe, im Jahre 96. Als Aktienhändler habe ich gestartet und damals waren die Börsen teilweise sehr stark. Also da sind sie gut nach oben gegangen, bis dann ein damals sehr bedeutender sehr bedeutender Mensch eine Rede gehalten hat. Und das war der Präsident der amerikanischen Zentralbank damals. Also im Grunde einer der wichtigsten Menschen, wenn es ums Geldanlegen geht.
Der hat eine Rede gehalten und hat dann gesprochen von der Irrational Exuberance, also die irrationale Übertreibung, die Leute haben, wenn es ums Geldanlegen geht, vor allem wenn die Märkte zu schnell nach oben gehen. Und hat davor gewarnt. Ja, da wurden ein paar Leute verunsichert natürlich, die Märkte wurden auch verunsichert, haben sogar negativ reagiert darauf. Und manche haben sich gedacht, naja, wenn der davon ausgeht, sollte ich dann überhaupt was machen. Ne? Das war jetzt 25 Jahre her. Damals war der Dow Jones knapp bei 8.000 Punkten, 7.000 Punkten oder sowas. Und wo ist er jetzt? Bei 34.000 Punkten. Also hätte ich mir damals so Gedanken und Sorgen darüber machen sollen. Naja, auch wenn es kurzfristig nicht lustig gewesen ist, langfristig hat es natürlich überhaupt keinen Einfluss gehabt und ich hätte mich nicht davon abbringen sollen, damals auch Geld zu investieren. Wäre ich jetzt sogar sehr froh darüber gewesen. Und das ist genau das Beispiel, was wir auch bringen wollen. Das ist, was bis jetzt zumindest in der Vergangenheit immer funktioniert hat, was hoffentlich auch in der Zukunft so sein wird, nämlich, dass sich Anlagen immer wieder erholen und wenn man gerade einen sehr langen Anlagehorizont haben kann und haben soll, dass man dann auch früher oder später auch die Ernte einfahren kann. Auch noch für die gute Geschichte. Ich finde deine Anekdote immer ganz toll, Thomas. Merci vielmals. Genau, wir sind mit dem schon am Schluss von unserem Video angelangt. Merci Patrick, merci Thomas. Ich habe selber extrem viel dürfen lernen. Und ich bin froh, dass wir das Video zusammen aufgezeichnet haben. Wir hoffen, für euch ist das Video lehrreich. Ihr dürft uns gerne Feedback da lassen, ihr dürft schreiben, falls ihr irgendwelche Themenvorschläge hättet für andere Webinare oder Videos. Da freue ich mich sehr. Und ich wünsche euch ganz eine gute Zeit.